2010 fand in St. Gallen etwas Spektakuläres statt. Alle Bürgerinnen und Bürger erhielten von der Stadt St. Gallen einen 50-Franken-Gutschein. Geschenkt als sogenannte Bürgerdividende. International wird viel über die direkte Auszahlung von neuem Geld an die Bürgerinnen und Bürger diskutiert. St. Gallen hat es vorgemacht. Eine treibende Kraft für die Bürgerdividende war Reinhold Harringer, ehemaliger Finanzverwalter von St. Gallen. Als er in Ruhestand ging, schrieb das St. Galler Tagblatt: Der Vater der Gutscheine geht. Wir waren an seinem letzten Arbeitstag im Rathaus dabei. Mein Name ist Reinhold Harringer. Ich habe früher noch mal Volkswirtschaft studiert, bin dann nach 20 Jahren Leiter vom Finanzamt der Stadt St. Gallen gewesen. Und seit 5 Jahren bin ich pensioniert und engagiere mich jetzt für folgende Initiative. Ja, und dann möchte ich dir noch erzählen von der Gutscheinaktion, die wir vor 2 Jahren durchgeführt haben. Ja, das sind die letzten. Ihr habt aber noch mal was gehört, genau. Genau, das sind noch die letzten Exemplare, die natürlich nicht mehr gültig sind. Mhm. Aber damals haben wir im Herbst 2009 haben wir allen Mitbürgern der Stadt St. Gallen oder allen Bewohnern der Stadt St. Gallen einen 50-Franken-Gutschein zugestellt mit der Post. Das waren insgesamt etwa 3,5 Millionen und die wurden dann auch zu 99% wieder eingelöst bei den Geschäften hier in der Stadt. Da haben praktisch alle Geschäfte mitgemacht, Mikro, Coop, alle das Gewerbe, die waren begeistert davon und die Leute größtenteils auch. Die Grundidee dieser Gutscheinaktion bestand ja darin, die Leute am guten Ergebnis der städtischen Finanzen zu beteiligen und ihnen einen Teil des Geldes wieder zurückzugeben. Aber nicht in Form einer Steuerfußsenkung, weil das einerseits dauerhaft hätte sein müssen und weil andererseits davon nicht alle Leute gleich profitiert hätten. Hier profitieren alle davon, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Ja. Das heißt, die ärmeren Schichten profitieren natürlich relativ gesehen mehr als die Reichen. Aber das ist natürlich gewollt gewesen. Und die Absicht war eben auch, diese Kaufkraft zu binden auf die Stadt St. Gallen. Das heißt, man konnte diese Gutscheine nur hier in der Stadt St. Gallen einlösen. Und das hat auch funktioniert. Das ist der Grundgedanke, die Beteiligung vom Bürger am guten Erfolg. Und die andere Überlegung ist natürlich, man war hier auf dem Höhepunkt der Krise und man hatte Angst, wie es weitergeht. Man hat nicht gewusst, ob das ganze System zusammenfällt. Und dann wollte man ein Zeichen setzen und dem Bürger und der Bürgerin Mut machen und sagen, die Stadt St. Gallen gibt euch etwas zurück, bringt das wieder in Umlauf bringen und damit die Wirtschaft ein bisschen beleben. Es hat natürlich einen Haufen Überzeugungskraft gebraucht, weil das war etwas sehr Außergewöhnliches, die Gutscheinaktion. Und da hat man zuerst den Stadtrat überzeugen und dann das Parlament. Und gerade im Parlament war es relativ ein knapper Entscheid, dass es überhaupt zustande kam. Es ging so vor sich, dass wir die Gutscheine zuerst drucken mussten, sicherheitsmässig gut ausstatten, damit wir es nicht einfach fotokopieren können. Dann hat man die in alle Haushalte verschickt. Immer, in jedem Kuvert so viel Gutscheine, wie Personen im Haushalt gelebt haben. Das war natürlich logistisch und datenverarbeitungsmässig eine Herausforderung. Dann hat man das mit der Post verschickt an einem Datum, wo man möglichst lange geheim gehalten hat. Und dann konnten die Leute mit diesen Gutscheinen in den Läden der Stadt St. Gallen posten. Praktisch alle Läden und Restaurants haben das angenommen. Die Restaurants und die Läden konnten das wiederum bei einer Bank abgeben und haben dafür eine Gutschrift in Franken bekommen. Und die Bank hat ihnen das Geld der Stadt wieder übergeben und wir haben ihnen das zurückgezahlt. Mein Name ist Ralf Bleuer. Ich bin Geschäftsführer von der Firma Markwalder hier am Bahnhofplatz in St. Gallen. Wir sind ein Bürofachgeschäft seit 1898, also vermutlich eher eines der älteren Geschäfte in der Stadt St. Gallen. Und ich bin seit 38 Jahren in der Firma, habe hier schon die Lehre gemacht. Und seit 2005 bin ich Geschäftsführer.
Ja, also die Aktion ist natürlich sehr, sehr gut angekommen. Ich denke, die Bevölkerung grundsätzlich hat sich sehr gefreut über den Obolus, dass die Stadt sich entschlossen hat, in Form von einem Gutschein an jeden Einwohner in der Stadt einen guten Rechnungsabschluss, etwas davon zurückzugeben. Und ist natürlich, ich als Geschäftsführer habe natürlich besonders Freude gehabt, dass der Gutschein natürlich speziell in der Stadt St. Gallen zum Einlösen war und auch unsere Firma hat entsprechend profitiert. Mein Name ist Josef Huber. Ich bin damals, als man die Aktion in St. Gallen durchgeführt hat, Geschäftsführer von Coop City, einem bekannten Warenhaus hier in St. Gallen, und noch Präsident der City-Vereinigung, also der Vereinigung des Detailhandels in St. Gallen. Ich habe das sehr gute Idee gefunden, aus meiner Sicht. Einerseits als Geschäftsführer von einem Warenhaus hier in St. Gallen, aber auch als Präsident der City-Vereinigung, also der Vereinigung, wo alle Detailhändler verbunden sind. Damals hatte der Detailhandel relativ starken Gegenwind gehabt. Es war eher ein Flau, das Geschäft. Und dann war man natürlich froh über so eine Aktion. Wir haben die Umsätze mit den Gutscheinen täglich abgerechnet und erfasst. Wir haben festgestellt, dass vor allem in den ersten zwei, drei Wochen also schon eine Umsatzsteigerung feststellbar war. Ob das Umsatz gewesen wäre, was später vielleicht auch kommen wird, ist nicht feststellbar. Aber wir haben doch erfreuliche Umsätze gemacht mit diesen Gutscheinen. Also die Mitglieder unserer Vereinigung haben eigentlich mehrheitlich sehr positiv reagiert, haben das also als gute Idee empfunden. Auch, dass man mal etwas retour bekommt von der Stadt. Und das ist ja nur mal positiv aufgenommen worden von vielen Leuten. Es war zusätzliches Geld, das sie ausgeben können. Es hat natürlich auch damals schon unterschiedliche Meinungen gegeben von der politischen Seite. Also zum Teil hat es auch Gegner gehabt, gesagt, man hätte den Schleier eigentlich die Steuern ein bisschen gesenkt oder so. Aber der Handel sicher würde so etwas, glaube ich, wieder positiv gegenüberstehen. So ist natürlich mit dieser befristeten Zeit, wo man die Gutscheine einlösen musste, ist das wirklich Geld, das in den Handel geflossen ist, innerhalb von einem Jahr eigentlich. Und das ist ja das Positive. Man hat das nicht können sparen oder irgendwo zu Geld umwandeln, sondern man hat das müssen ausgeben, die Gutscheine. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Positive in dieser Aktion, so wie man sie umgesetzt hat. Da besteht ein Zusammenhang, in dem auch in der Vollgeldinitiative die Überlegung enthalten ist, dass die Nationalbank jedem Bürger oder jedem Einwohner von der Schweiz könnte Geld direkt überweisen. Also man schenkt dem Bürger sozusagen Geld. Und was wir als Gutschein rausgegeben haben und die nur in der Stadt einlösbar sind, da würde dann ausgeweitet eben auf die schweizerische Ebene, wo die Nationalbank allen Bürgern eine Bürgerdividende ausrichtet sozusagen. Und dass Bürger auf die Art und Weise Geld bekommen, das ohne Schuld auf die Welt gekommen ist. Und da sehe ich den Zusammenhang, dass man einfach einem Bürger schuldfrei Geld übergibt oder überlässt. Aber wir wissen, dass die Gutscheine praktisch vollständig eingelöst worden sind. Wir haben Stimmen aus dem Gewerbe, die gesagt haben, das hätte ihnen etwas gebracht. Die Leute haben wirklich mehr Kaufkraft gehabt in kurzen Moment. In dem Sinn glaube ich, dass das ein sinnvoller Ansatz war. Es hat natürlich am Anfang Widerstand gegeben. Oder auch Fragen, wie macht man es genau, bringt das wirklich etwas? Würde man nicht gescheiter noch mehr Schulden abbauen? Das sind verschiedenste Argumente, sind dann gekommen. Und am Schluss hat sich auch der Stadtrat dazu entschlossen, das im Parlament vorzulegen. Und das Parlament hat dann auch nach einer längeren Diskussion dem zugestimmt. In der Schweiz wird eine Bürgerdividende durch die Vollgeldinitiative in die öffentliche Diskussion gebracht. Die Schweizerische Nationalbank soll neu geschaffenes Geld direkt an die Bürgerinnen und Bürger auszahlen können. Einige hundert Franken pro Kopf und Jahr könnten es sein. Einen Anspruch darauf gibt es aber nicht.